Ja, letzter Fokusrat in diesem Jahr, Blick auf die Ratssitzung gestern. Das war zum Jahresabschluss eine relativ kompakte Ratssitzung, aber dennoch mit einigen wichtigen Entscheidungen. Wir haben als Rat die Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess jetzt für die nächsten Monate und Jahre, um die Umstellung der Energieversorgung in unseren Gebäuden hier in Wuppertal in der geordneten Form auf den Weg zu bringen. Diese Wärmeplanung muss bis Mitte 2026 vorliegen und der Rat hat jetzt gestern dafür die offizielle Grundlage geschaffen. Gestern wurde auch der Nahverkehrsplan verabschiedet. Das liefert die Grundlage für die Planung des öffentlichen Nahverkehrs und die dafür nötigen Ausschreibungen in den kommenden Jahren. Hier stehen wir vor der Riesenherausforderung, dass die finanziellen Möglichkeiten der Stadt nur eigentlich zurzeit die Stadt in die Lage versetzen, das bestehende Niveau des Nahverkehrs aufrechtzuerhalten. Wir aber für eine wirklich gelingende Verkehrswende natürlich einen massiven Ausbau des ÖPNVs bräuchten. Und deswegen hat der Rat in einer sehr guten Weise ein modulares Konzept beschlossen, dass dann, wenn von Bund und Land oder über andere Quellen mehr Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, wir auch hier einen engagierteren Ausbau des Nahverkehrs angehen können. Was mich sehr gefreut hat, dass die Fraktionen den Entwurf ergänzt haben um einen Erweiterungsantrag, der insbesondere On-Demand-Verkehre stärker berücksichtigen soll. Und das wird ja ein ganz wichtiger Baustein vermutlich eines sehr kundennahen Nahverkehrs der kommenden Jahre. Wir erleben das ja jetzt schon mit den WSW-Cabs und diese Form sozusagen des Zusatzangebots im Nahverkehr soll hier auch in Wuppertal eine zentrale Rolle spielen. Es sind gestern auch wichtige Personalentscheidungen auf den Weg gebracht worden mit dem Beschluss für die Ressortzuschnitte der drei im kommenden Jahr zu besetzenden Dezernate. Es werden ja drei Dezernentinnen und Dezernenten neu gewählt. Der Auswahlprozess beginnt mit der Auswahl einer Personalagentur direkt Anfang des Jahres. Und damit stellen wir natürlich auch in Schlüsselressource wichtige künftige Weichenstellungen. Und das betrifft ja sowohl die Nachfolge von Stefan Kühn im Bereich Schulen, Soziales, Integration, die Besetzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsdezernates und des Dezernates für Klima, Nachhaltigkeit und auch Gesundheit. Und hier hoffen wir, dass ähnlich einstimmig, wie das bei Thorsten Bunte und Sandra Zeh gelungen ist, wir auch entsprechend gute Kandidatinnen und Kandidaten für Wuppertal gewinnen können und dann Ende des Jahres mit einem ja weitgehend neu aufgestellten Verwaltungsvorstand in die kommenden Jahre gehen. Zum Abschluss gab es im Rat als Berichtsdrucksache noch eine sehr, sehr gute Nachricht, denn gerade am gestrigen Tag ist die endgültige Entscheidung gefallen für das Architekturbüro, das jetzt mit uns das neue Pina Bauzentrum realisieren wird. Das ist ein New Yorker Büro, Diller, Scofidio, Renfri. Liz Diller war selber kurz vor der Ratssitzung der Pressekonferenz aus New York zugeschaltet. Viele faszinierende Kulturbauten in den USA und Europa realisiert. Und ist seit den 80er Jahren selber ein ganz, ganz großer Pina Bausch-Fan gewesen. Und ich glaube, hier haben wir jetzt die Chance, wirklich ein prägendes Gebäude für die Stadtgesellschaft, aber auch über Wuppertal heraus für die Stadt zu gewinnen. Also insofern eine in jeder Hinsicht runde Abschlusssitzung des Stadtrates. Und ich wünsche Ihnen allen schöne Weihnachtstage, alles Gute für den Übergang ins neue Jahr. Und auch im kommenden Jahr wird es nach jeder Ratssitzung wieder dieses Format Fokusrat geben. Alles Gute.